Gewählt ist mit 131 Stimmen. Est élu avec 131 voix. Evelyn Wittmer-Schlumpf. Am 14. Dezember 2011 ein weiterer denkwürdiger Tag in einer jungen BDP-Geschichte. Liebe BDP-Parteimitglieder und Sympathisanten, ich begrüße euch ganz herzlich zum aktuellen Newsletter. Heute Morgen ist Evelyn Wittmer-Schlumpf glanzvoll als Bundesrätin gewählt worden und nur kurz darauf auch noch gerade zur Bundespräsidentin. Die Fraktion ist hier immer noch am Feiern. Der spannende Tag jetzt hier nochmal im Rückblick. Es ist eine kurze Nacht vor der Bundesratswahl und für einmal verläuft die sogenannte Nacht der langen Messer betont friedlich. Die Meinungen sind gemacht und das kommuniziert man den Medien klar. Aber wie zuverlässig sind so Versprechungen? Die Anspannung in der Fraktion ist gross. Sie trifft sich am Morgen um 7 Uhr vor der Bundesratswahl. Nochmal bespricht man das Hearing vom Vortag. Die Präsentationen der beiden SP-Kandidaten Pierre-Yves Maillard und Alain Berset. Und natürlich vor allem der Ablauf der angestrebten Bundesratsbestätigung von Evelyn Wittmer-Schlumpf. Die Zuversicht ist zwar gross, dass es unsere Bundesrätin schafft, trotzdem rechnen wir mit allem. Gespannt optimistisch finden sich die BDP-Mitglieder aus der ganzen Schweiz in Bern ein. Gemeinsam hat man gekämpft, gemeinsam will man mitfiebern und gemeinsam will man feiern. Dann ist es soweit. In der Schmidtstube wird es still. Gültig 239. Valable 239. Absolutes Mehr 120. Majorité absolue 120. Gewählt ist mit 131 Stimmen. Et élu avec 131 voix. Evelyn Wittmer-Schlumpf. Freude und Erleichterung sind unbeschreiblich. Riesenfreude. Das ist aber geil. Sie hat das verdient und ich mag sie von Herzen gerne weg. Ja, einfach genial. Nein, es ist absolut Hammer. Juche. Es ist super. Ich hätte es nicht erwartet, dass das Resultat so klar wäre, bereits im ersten Wahlgang. Also das ist wirklich ein grosser Erfolg für die Evelyn Wittmer-Schlumpf und natürlich auch für unsere Partei, für BDP Schweiz und Graubünden. Einfach lässig. Dass es im ersten Wahlgang geklappt hat, sensationell. Hätte ich nie gedacht. Ich muss sagen, die Vernunft hat gesiegt und für mich ist das ganz ein grosser Tag auch für die Schweiz, nicht nur für die BDP. Wir sind wahnsinnig stolz, haben wir so eine wunderbare Bundesrätin. Wir gratulieren dir von ganzem Herzen vom Kanton Schweiz. Trotz rauem Umfeld wählt die Bundesversammlung die BDP-Bundesrätin mit 174 Stimmen überraschend deutlich zur Bundespräsidentin. Gewählt ist mit 174 Stimmen. Et élu avec 174 voix. Evelyn Wittmer-Schlumpf. Ein ganzes tolles Resultat und eine riesen Anerkennung. Riesenfreude. Und sie ist eine gute Bundesrätin. Angenehm überrascht, dass das so gut ausgegangen ist. Die vorherigen Wahlen haben wir jeweils, auch ich vor allem, neutral betrachtet. Jetzt bin ich im Fanclub innen und ja, es lohnt sich ab und zu in einem Fanclub innen zu sein. Sehr erleichtert, dass wir das geschafft haben, aber gleich auch mit dem Wissen, es ist schon eine Verantwortung, ist die vier Jahre oder, in der ganzen Schweiz, dass wir die BDP weiterbringen können. Ich denke, es ist ja irgendwo durch, auch in den letzten Tagen ein bisschen zu erwarten gewesen, aber die Erleichterung ist, glaube ich, bei mir und in der Familie und ganz generell riesig. Wo die Bundespräsidentin und die BDP-Parlamentarier in die Schmidtstube kommen, ist die Freude und die Begeisterung förmlich spürbar. Sichtlich gerührt bedankt sich die frisch gewählte Bundespräsidentin bei den engagierten BDP-Mitgliedern. Ich kann Ihnen sagen, ich hätte das nicht durchgehalten die letzten paar Wochen, wenn ich mich nicht so stark getragen gefühlt hätte. Und habe das andere, was ich eben auch mitbekommen habe, die letzten Wochen dadurch wegstecken können. Also Ihnen allen herzlichen Dank. Im kleinen Rahmen, zusammen mit Ihrer Familie samt dem gerade mal 4 Wochen alten Enkel, der engsten Mitarbeiter und der Bundeshausfraktion, geht es dann in die gemütliche Runde.
Die frischgebackene Bundespräsidentin und Großmutter verratet, wie sie die spannende Wahl erlebt hat. Ich hatte meinen Klienten bei mir, der 4 Wochen alt ist. Habe ich nur 2 Stunden lang und habe mit meiner Tochter oder meinen beiden Töchtern zusammen das Resultat geschaut und bin eigentlich ganz gelassen und ruhig gewesen. Was ist jetzt die grösste Herausforderung in den nächsten 4 Jahren aus eurer Sicht, die auf die Schweiz zukommt oder jetzt auch, was euer Departement betrifft? Also insgesamt, wo der Bundesrat und das Parlament zu bewältigen haben, das wird die ganze Geschichte mit der Finanz- und Staatsschuldenkrise, vor allem in Europa, sein, die Folgen davon für die Schweiz. Das wird zum anderen die schwierige Situation sein, die wir mit den Amerikanern haben, in verschiedenen Bereichen. Und das werden alle die Steuerfragen sein, die wir haben mit unseren Nachbarstaaten, aber auch mit anderen Staaten. Also es gibt einiges zu tun. Ein spezieller Dank gebührt vor allem am BDP-Präsident Hans Grunder und am Fraktionspräsident Hans-Jörg Hassler. Die beiden haben mit unglaublichem Engagement und vielen Gesprächen einen wichtigen Grundstein gelegt für die erfolgreiche Wiederwahl von der Evelyn Widmer-Schlumpf. Ja, es war ein unvergesslicher Tag für uns alle, die das miterlebt haben, die Bundesratswahl, Bundespräsidentinnenwahl. Es ist ein Tag, der uns wirklich in Erinnerung wird bleiben und ich bin so beeindruckt von diesem Tag immer noch. Was bedeutet das jetzt für die BDP für die nächsten 4 Jahre? Ja, ich glaube, es bedeutet einiges. Es gibt uns Stabilität in der BDP. Wir haben auch gesagt, wir sind gekommen zum Bleiben und auch die Evelyn sind gekommen zum Bleiben. Jetzt haben wir das erreicht, gerade mit dem heutigen Tag. Das gibt uns neuen Schwung, es gibt uns Elan. Es wird einen neuen Schwung geben für neue Taten in der BDP. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich dass das und positiv gestimmt, dass das gut kommt mit unserer BDP. Als besonderes und eindrückliches Ereignis bleiben die Bundesratswahlen auch der neuen BDP-Nationalrat in Erinnerung. Erst gerade sind sie ins Parlament eingezogen und schon haben sie dürfen mitbestimmen, wer im Bundesrat Einsitz nimmt. Ja, also es ist natürlich ein ganz anderes Kribbeln, wenn man selber da sitzt und noch ein bisschen weiss von anderen Parlamentariern, wie es geredet haben im Vorfeld zu den Wahlen und nachher wird man gespannt darauf warten, ob jetzt all das, was einem so auf den Gas erzählt worden ist, ob das auch so eintrifft oder nicht? Ah, das war unglaublich spannend. Das war ein unglaubliches Erlebnis, und vor allem natürlich jetzt mit dem Resultat, so wie es ist. Und man hat vor allem eins gesehen, die unglaubliche Arbeit, die dahinter gesteckt ist, von einem Fraktionspräsidenten, von einem Parteipräsidenten. Und das können zu erleben, wie das funktioniert, wenn ein Team gut zusammenarbeitet, das war einmalig gewesen. Ja, liebe BDP-Parteimitglieder und Sympathisanten, das war es auch schon fast wieder für heute. Das heisst fast. Wir verabschieden uns mit den schönsten Bildern von diesem spannenden Tag. Und ich wünsche euch ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Evelyn Widmer-Schlumpf.